Also herzlich willkommen an alle, die heute Abend Zeit haben zu unserer Live-Session im Bienen- und Imkereimuseum. Ich freue mich ganz herzlich, dass wir den Jürgen Schmiedken als Referent gewinnen konnten zu dem Apitherapie-Thema Nutzung und Anwendungsmöglichkeiten der Bienenstockluft. Und ich denke, der Jürgen kann das am besten selber darstellen und beschreiben, was er da macht und sich auch selber vorstellen. Deswegen würde ich auch direkt übergeben an dich. Okay, also liebe Avitarabie-Freunde, ein herzliches Glück auf von meiner Seite. Sehr viele kennen mich schon, wer mich noch nicht kennt. Ich bin seit vielen Jahren Imker, Hobby-Imker, wie gesagt, bin jetzt aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden, also mindestens mal das, was ich bisher gemacht habe, habe mich jetzt ganz dieser Geschichte gewidmet, über die wir jetzt hier reden. Ja, wie bin ich zur Abi-Therapie gekommen? Ganz kurz, irgendwann 2002 wohl, habe ich einen Vortrag gehört von Dr. Stangazio. Das war damals der Präsident vom Abi-Therapie-Bund. Jetzt ist er so Ehrenpräsident in Deutschland und ist eigentlich in der Welt zu Hause. In kurzer Zeit, weiß nicht genau, nächste Woche oder so, findet ein Weltkongress über Abi-Therapie statt. Da wird meine Tochter unseren Part der Bienenstockluft vertreten. Alles in Englisch, ja, da wollen wir mal sehen, was da alles so für neue Informationen dann aus dieser Ecke kommen. Ja, wie kommt man zur Bienenstockluft? Natürlich dann immer, wenn man selber ein Problem hat. Das Problem hat nicht ich, sondern mein Enkel und meine Tochter, die Bedächter, die Susanne hat dann gesagt, hat ein Imker, so gebasteltes Gerät vorgestellt, Hans Musch, viele kennen den. Und hat gesagt, hier, Bienenstockluft ist gut. Der Hans Musch, der hat da viel gemacht, also in Deutschland auch viel publik gemacht, sonst wären wir wahrscheinlich heute noch gar nicht so weit. Und dann hat man das Gerät gekauft und probiert und so weiter und so fort und gemerkt, Bienenluft kann schon was, aber naja, nicht in jedem Fall geht es gut. Ich habe heute diese Sache mal in ein paar Punkte gegliedert. Als erstes würde ich mal sagen, dass wir uns unterhalten, was ist Bienenstockluft, Inhaltsstoffe, dass wir uns die Frage stellen, was kann die Bienenstockluft überhaupt, was erwarten wir davon? Dann die Anwendung für den Imker, therapeutische Anwendung und die imkerliche Voraussetzung. Also ihr seht schon, dass alleine an dieser kurzen Einleitung man natürlich sagen muss, ja, also es ist schon eine komplexe Geschichte. Bienenstockluft ist ein Teil der Apitherapie, ein extra Teil der Apitherapie. Also es ist mittlerweile gut untersucht und wir wissen, was dort im Prinzip in unserer Bienenstockluft für Inhaltsstoffe sind. Und da haben wir den riesen Vorteil, dass die TU in Dresden, und zwar die Chemieabteilung, Professor Speer, sich dieser Sache gewidmet hat. Man hat praktisch die Inhaltsstoffe der Bienenstockluft untersucht. Wer das will und das mal sich da mal durchlesen will, da gibt es auf der Seite der TU Dresden, findet ihr Chemieabteilung Professor Speer und er wird dort auch den Vortrag finden. Also, nun gut, Inhaltsstoffe. Was stellt man sich da vor, wie viel ist dort drinne oder was ist überhaupt drinne? Jeder wird sagen, naja gut, Propolis ist ganz klar, alle Inhaltsstoffe des Propolis, das tritt dort aus. Wir haben die Stoffe, die vom Nektar kommen, Honig, wir haben gesagt Flavonoide. Da haben die festgestellt, Flavonoide haben sie nicht gefunden, sagen aber nicht, dass keine vorhanden sind. Es sind insgesamt über 50 Inhaltsstoffe detektiert und 46 Inhaltsstoffe direkt zugewiesen. Und das macht die ganze Sache natürlich absolut interessant. Und das ist ja eine Voraussetzung, dass wir dann mal wieder sagen können, na gut, was kann man denn damit überhaupt machen? Wann und bei welchen Indikationen kann man Bienenstockluft überhaupt anwenden? Da habe ich so ein Thema, wenn wir da gefragt werden, warum eigentlich Bienenstockluft und was will er denn machen und so weiter und so fort und wofür hilft das? Muss ich einfach sagen, der Heuschnupfen, ne, diese Infektanfälligkeit gegen Blütenpollen, das ist für uns immer das Schönste, wenn man das den Leuten beibringen kann, weil
es viele, viele Leute gibt, die an Heuschnupfen leiden und aber auch gravierend leiden. Und 6 Anwendungen a 30 Minuten haben eine Erfolgsquote von über 90%. Also das heißt, die Bienenstockluft, so wie sie ist, die wird also sofort wirksam, und zwar in einer Art und Weise, dass praktisch das für das Jahr im Prinzip dort schon Geschichte ist. Wenn man sich das überlegt, was manche da für über Jahre für Desensibilisierung machen und was es sonst noch alles gibt. Also das ist schon verrückt. Also der Heuschnupfen ist für mich immer das Schönste, wenn man sagt, hier, komm, es geht sofort los und da gibt es überhaupt keine Probleme. Wir haben natürlich dann die ganzen Sachen, die irgendwo mit der Lunge zu tun haben. Also Asthma, COPD, das sind ja Lungenkrankheiten, also das COPD ist chronisch obstruktive Bronchitis. Und da ist es ganz einfach so, dass alles, was mit der Lunge zu tun hat, natürlich wesentlich länger dauert. Da ist also mit 6 Anwendungen nichts zu wollen, also zumindest mal keine Nachhaltigkeit. Es ist in Einzelfällen schon so, dass die merken, ja, es ist ein bisschen besser, es geht schon ein bisschen besser, aber es ist halt nicht nachhaltig. Also dort sind wir immer oberhalb von 12 Anwendungen, 30 Minuten bei den Patienten, um dort irgendwas wirklich zu bewirken. Infektanfälligkeit fällt darunter, chronische Kopfschmerzen ist auch schon gemacht worden. Und es führt letztendlich die Bienenstockluft zu einer Erweiterung der Lungenfunktion. Also die Lungenfunktion, die kann man ja messen. Und wir haben natürlich schon bei dieser ganzen Geschichte Leute gehabt, die haben also gesagt, Mensch, ich kann nicht richtig Luft holen und ich hab Atembeschwerden. Und dann können Ärzte ja sowas messen. Das wird mit einer Spirometrie gemacht. Und die haben da zum Beispiel mal gemessen, und dann hatte derjenige 110% FIV1-Wert. Da sagt man, Mensch, 110%, da kann er doch nicht sagen, ja, ich kriege keine Luft. Ne? Da hat er 10-mal wohl Bienenstockluft gemacht und hat dann anschließend 130%. War halt ein Sportler. Ne? Also man sieht, dass dann schon im Prinzip etwas in der Lunge dort vor sich geht und dass die Bienenstockluft dort etwas bewirkt. Nun könnte man vermuten, man hat in jedem Fall gleich das Richtige zur Hand und kann das messen und in jedem Fall auch nachweisen. So ist es leider nicht. Also diese Spirometrie und der FIV1-Wert führt nicht in jedem Fall zu einem Ergebnis, das man dann vorzeigen kann. Und da ist noch viel Arbeit zu leisten, dass man dort im Prinzip was genau machen kann. Bienenstockluft in der Anwendung. Ja, also da kommen wir mal zu dem ersten Thema. Wenn ich Imker bin und ich möchte Bienenstockluft anwenden. Wenn ich Imker bin, ich selber, und ich öffne die Bienenbeute, dann habe ich natürlich Bienenstockluft. Wenn ich das richtig drüber gehe und das einatme, dann, und das über eine längere Zeit, dann atme ich natürlich diese Bienenstockluft ein. Hier haben wir mal ein Beispiel, was jemand sich gebaut hat, so ein Wagen, das ist hier so ein Schäferwagen, und hat dort die Bienenstöcke reingestellt und die gehen also dann mit so einem Deckel, was man hier sieht, auf der rechten Seite, der Deckel zu öffnen, dann sind das mehrere Bienenstöcke und dann tritt im Prinzip über diese Gage nach oben die Bienenstockluft aus. Kann man sich reinlegen und kann dann in eine Therapiesitzung eine Zeit in diesem Wagen verweilen und hätte dann die Bienenstockluft. Das ist also eine Möglichkeit, damit will ich zeigen, dass also die Anwendung der Bienenstockluft, wenn das der Imker machen will, natürlich auch andere Möglichkeiten bietet, als jetzt einen Inhalator einzusetzen. Und hier ist es ganz einfach so, dass das, wenn ich das so anwende, eigentlich natürlich auch kein Problem ist, weil derjenige, der hier die Luft atmen will, der sitzt einfach in den Wagen und atmet die halt nur und dann ist alles gut. Ja, also das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Nun gibt es aber ja auch diese viel gebastelten Geräte, ich sage mal bewusst gebastelten Geräte, die da, wo PC-Lüfter dann aufgesetzt wird und dann gesagt, naja, dann machen wir auch einen Schlauch und eine Maske ran und atmen das eben direkt ein. Davor muss ich mittlerweile warnen. Wir haben ja auch so angefangen mit solchen gebastelten Geräten, ne? Und haben ja dann festgestellt, dass wir mit dieser Bienenluft ein großes Problem haben,
nämlich die ist sehr warm und sehr feucht. Und ich habe also beim Professor Dautz in Würzburg mal eine ganze Zeit lang dort Daten auswerten dürfen und eine Belegarbeit dazu geschrieben über die physikalischen Eigenschaften der Bienenstockluft. Weil wenn man was entwickeln will und wir wollten ja was verbessern, dann muss man sich zunächst mal mit Grundlagen beschäftigen. Und die Bienenstockluft, die wir wissen, hat die eine hohe Temperatur, meist um die 35 Grad. Im Honigraum ist es ja manchmal ein bisschen weniger, also zwischen 33 und 35 Grad. Und eine hohe Luftfeuchtigkeit durch den Nektar. Ne? Der Nektar wird ja zu Honig umgearbeitet und dabei wird ja viel Wasser letztendlich in die Luft abgegeben. Und das hat zur Folge, wenn ich die Luft dann in einem Gerät oder in einem Schlauch auf Zimmertemperatur abkühle, ich habe ja dort drinnen nicht 35 Grad, sondern es ist ja meistens etwas kälter, Gott sei Dank, in der Umgebung, wo ich das also mache, dann entsteht Kondenswasser. Überall, wo Kondenswasser entsteht, dann kann natürlich auch irgendwas sich festsetzen oder irgendwas nicht so richtig funktionieren. Wir haben immer vermutet, dass das Kondenswasser die Inhaltsstoffe auswäscht. Und das wurde uns dann in der TU in Dresden bestätigt, also dass das so ist. Und nun ist es so, dass wenn man also jetzt hergeht und sagt, na gut, ich möchte aber dann ein Gerät entwickeln und das soll dann schon richtig funktionieren, dann steht hier Inhalator zur Absaugung von Bienenstockluft BCS IH16 als Medizinprodukt. Na, warum das sowas? Muss das unbedingt ein Medizinprodukt sein? Ja, da haben wir bestimmte Voraussetzungen, zu denen komme ich dann noch. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, na gut, wir wollen eine richtige Therapie haben oder aufbauen, dann müssen wir ein Risikomanagement hinterlegen und auch sagen, sind denn die Voraussetzungen, dass das überhaupt richtig funktioniert? Und wenn wir über einen Patienten reden, dann ist natürlich diese Behandlung nur in einem bienenfreien Raum statthaft. Ich kann mir die Frage stellen, sind denn die Handels- oder die Bienenhäuser, die so rumstehen, seien die in jedem Fall bienendicht? Ja, eher nicht. Ne? Also das muss also dann auch, deswegen steht es hier, ein Therapieraum sein, denn die Hauptnutzung ist dann tatsächlich eine therapeutische Anwendung. Und in dem Fall stehen halt die Bienenvölker drinnen, die fliegen nach außen, der Inhalator kann dort aufgesetzt werden, der Patient sitzt drinnen und atmet dann diese Bienenstockluft direkt inhalativ ein. So hier geht's nicht. Das ist also ein Foto aus den Anfängen, ne? Mit den einfachen gebastelten Inhalator hier drauf, mit einem Schlauch und dann sitzen wir im Freien. Nun ist es schon so, dass viele unserer Imker, Hobby-Imker oder anderen Imker, Berufsimker sehr tame Bienen haben, aber wir können ja hier einen Bienenstich nicht in jedem Fall ausschließen. Und wir dürfen natürlich, wenn wir das jetzt an Patienten machen, können wir nicht so anfangen. Also wir müssen dann schon vermeiden, dass dort jemand in einem Bienenstich ausgesetzt wird oder eben durch einen Bienenstich am Ende eine Allergie oder ein allergischer Schock dann auftritt. Ne? Also wir brauchen dort eine Therapiestation. Weil es sowas noch nicht gab, haben wir seinerzeit solche Dinge konstruiert, die wir jetzt auch vertreiben. Und hier ist jetzt mal so eine Therapiestation von innen zu sehen. Die hat also Fenster, wo die untersten Fenster nach außen öffnen, sodass dort auch die Bienen, wenn ich in den Bienen arbeite, schnell abfliegen und sich keine Biene irgendwo verstecken kann. Und so ist also gewährleistet, dass die Patienten nicht einer erhöhten Bienenstichgefahr ausgesetzt werden. Wenn man die Frage gestellt kriegt im Risikomanagement, kann es vorkommen, dass jemand in der Station gestochen wird, muss man sagen, ja. Weil man kann das nie sowas 100% ausschließen. Das ist nicht machbar und das ist bei uns auch schon passiert. Deswegen favorisieren wir ja, dass generell über die Imkervereine versucht wird, eine Ausbildung im Umgang mit allergischen oder anaphylaktischen Schock zu machen. Das machen in der Regel die Notärzte. Das ist so eine Erste-Hilfe-Geschichte, dauert manchmal einen Tag. Manche machen es auch an einem Wochenende oder so.
Und man lernt dort letztendlich den Umgang mit einem allergischen oder anaphylaktischen Schock. Denn wenn jemand gestochen wird und würde jetzt so reagieren, allergischer reagieren, dann nützt das nichts, wenn wir die Notfallnummer haben, bis die da sind, kann das schief ausgehen. Und wenn man sich überlegt, dass immer Schulklassen und so weiter, wenn das dann mal wieder die Corona-Sache zulässt, bei uns auf die Stände kommen und dort uns besuchen, dann wissen wir nicht, kann man auch noch schreiben lassen, was wir wollen. Wir wissen nicht, ob nicht jemand im Prinzip dort allergisch reagiert, wenn er von einer Biene gestochen wird. Deswegen ist das einfach zu empfehlen. Ja, hier so sieht es also aus. Die Biene haben einen Ausflugkanal, kann rausfliegen und so ist das schön. Zur Geschichte, was haben wir da gemacht in dieser Zeit? Wir haben also 2016 das Gerät fertiggestellt und vorgestellt. 2016 auch eine Marke, Picura, eintragen lassen. Wir haben einen Antrag auf Zertifizierung als Medizinprodukt gestellt. Und im Mai 2019 haben wir die Zertifizierung als Medizinprodukt bekommen. Ab April 2020 sind wir autorisierter Medizinproduktehersteller. Und im Mai 2020 wurde auch das EU-Patent erteilt. Das mal so zur Geschichte. Und daran sieht man schon, dass das alles ein sehr steinischer und langer Weg war. Die Bestandteile des Inhalators, wir haben also im Gegensatz zu dem ersten Bild hier, wo wir sagen, draußen so nicht, eine riesen Absaughaube und saugen praktisch über eine ganz große Fläche, nämlich 30 mal 30, ganz sanft die Bienenstockluft ab. Und das war mir wichtig, dass wir also auch unsere Bienen nicht stressen. Wenn ich eine kleine Öffnung mache, wir haben also viele Volumenstrommessungen gemacht bei der Entwicklung. Wenn ich eine kleine Öffnung mache, dann sauge ich punktuell ab und das führt natürlich zu einer Stresssituation der Bienen. Das wollen wir ja vermeiden. Die gelbe Haube selbst ist zweischalig aufgebaut, isoliert, sodass wir dort schon diese Wärmedifferenz im Prinzip beherrschen. Dann haben wir obendrauf dieses graue Teil, das ist die Steuereinheit. Darin befindet sich ein Lüfter, ein Ventilator. Der stammt aus einem Nachtbeatmungsgerät, also Aschemedizinprodukt. Und die ganze Steuerelektronik, das ist also schon ein kleiner Computer, der da drin steht. Und ihr seht hier angesteckt ein beheizter Schlauch. Der Schlauch wird praktisch vorne bis zu dem blauen Ventil geheizt. Und zwar deswegen, dass sich die Luft nicht abkühlt und kein Kondenswasser entsteht. Und das ist auch der Schlüssel dort zum Erfolg. Also es hat tatsächlich, haben die gemessen, wenn die Schlauchheizung abziehen, kommen gerade noch 10% Bienenluft an. Und dann haben wir diese Pari-Masken verwendet. Das sind ja so einfache Masken, die von den Pari-Boy stammen. Die sind also sehr preiswert. Richtige, hochwertige Masken, die also auch ein Ventil selber besitzen, die kosten dann gleich mal weit über 100 Euro. Und da die Maske im Prinzip ja sowieso also als Teil dann dem Patienten zugeordnet werden muss, war es uns wichtig, da preiswerte Lösungen zu haben. Wir hatten ja ganz am Anfang bei den Tests festgestellt, da haben also auch Probanden gesagt, also wir waren doch so müde. Also die Bienenluft ist schön, die schmeckt auch gut, aber wir werden müde. Und da ließ mir eiskalt den Rücken runter und habe ich gesagt, Mensch, wir müssen sofort mal messen. Dann haben wir natürlich festgestellt, dass wir zurückatmen in den Schlauch. Und dann haben wir praktisch dieses Teil hier, das ist ein Ventil, selbst entwickelt, das ist eine Eigenentwicklung, das praktisch dieses Rückatmen in diesen Schlauch verhindert. Es kommt also, sind zwei Membranen enthalten, es kommt also aus dem Schlauch heraus, geht rein in die Maske und wenn ich ausatme, dann sperrt diese erste Membrane und die geht auf und ich atme hier raus. Wir mussten dann, haben dann ja auch Mediziner zu Rate gezogen, wie oft kann man das verwenden und wie ist das? Und da haben die natürlich gesagt, also das einmal und dann müsst ihr es wegschmeißen und das wollen wir dann doch zu viel Umweltsache. Also haben wir uns durchgesetzt und dürfen das 10-mal verwenden. Dann war aber trotzdem die Folge daraus, dass Schlauch, Ventil und Maske dem Patienten zugeordnet werden. Es gibt also eine Patientenbox mit Schlauch, Ventil und Maske und die muss halt, die kauft halt im Prinzip der Patient mit der Anwendung an sich. Und damit ist es dann, das seine eigene kann er immer wieder nehmen. Das Ventil ist halt nach dieser Zeit zu wechseln. Der Schlauch wird elektronisch überwacht, wenn der Alterungsprozess einsetzt, also über eine längere Zeit dann.
dann würde das also auch die Steuereinheit anzeigen und die Borrowing-Maske, die kann man so oft nehmen, solange sie halt funktionsfähig ist und nicht irgendwie verschlissen. Ja, der Gesetzgeber sagt ganz einfach, wenn ein Medium Bienenstockluft durch ein Gerät geht und direkt in den menschlichen Körper gelangt, also inhalativ in dem Falle, dann muss das Gerät ein Medizinprodukt sein. Und Bienenstockluft soll in der Apitherapie als Naturheilverfahren in Form einer Therapie angeboten werden. Das war unser Ziel und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen also kein Wellnessgerät, sondern wir geben uns für Mühe und versuchen tatsächlich hier diese Sache mit diesem Medizinprodukt durchzustehen. Also wir mussten hier eine klinische Studie durchführen. Das ist sozusagen eine Studie für die Zulassung eines Medizinprodukts. Und im Ergebnis wurde der Inhalator als sicher eingestuft und es gab bei der Durchführungsstudie keine unerwünschten Ereignisse. So heißt das tatsächlich, unerwünschte Ereignisse. Es kann irgendwas passieren, das muss gar nichts mit der Bienenluft zu tun haben. Aber das ist halt ein Problem. Eine eindeutige Wirksamkeit, die hatten damals COPD-Probanden im Prinzip in die Studie eingeschlossen und nur 10 Behandlungen gemacht. Und da konnte natürlich eine eindeutige Verbesserung dort nicht nachgewiesen werden. Es gab nur leichte Verbesserungen. Aber es hat halt gereicht, um letztendlich diesen Inhalator als Medizinprodukt zuzulassen. Ja, jetzt vielleicht mal so der Ablauf der Therapie. Wenn wir richtig über eine Therapie sprechen, und da bitte ich auch um Verständnis für alle Hobby-Imker, die dann sagen, naja, wir machen das schon und wir werden das auch machen. Entweder wir machen das richtig oder wir lassen die Finger davon. Also das, was jeder Imker für sich selbst tut und für seine Anverwandten, da ist er selber verantwortlich. Aber für fremde Leute geht es nicht, dass er jetzt einen Patienten, in dem Fall ist es dann ein Patient, nimmt und sagt, du kannst doch bei mir Bienenluft machen und ich vermiete dir dann für die Zeit das Bienenvolk und dann bist du verantwortlich. Also Leute, davor kann ich nur warnen, ist also alles von Juristen geprüft worden, wenn dort was passiert, ist der Impfer voll haftbar. Wenn die Therapie ordentlich abläuft, dann wird immer mit dem Arzt oder Heilpraktiker zusammengearbeitet und der macht eine Untersuchung von dem Patienten und eine Anamnese. Also wir haben mit den Medizinern, die uns begleitet haben, auch die Anamnesebögen entwickelt. Diejenigen, die bei uns die Geräte beziehen, die kriegen also alle Unterlagen und kriegen auch Schulungen dazu. Und dann gibt es einen 10-minütigen Test, 24 Stunden vor der ersten Anwendung, um herauszufinden, ob derjenige gegen Bienenstockluft allergisch ist. Jetzt gab es bei vielen, ich möchte schon sagen, vielen, vielen, vielen tausend Anwendungen, es wird in die Millionen gehen mittlerweile. Da gab es wissentlich noch keinen Fall, der irgendwo eine Allergie gegen Bienenluft gehabt hat. Heißt aber nicht, dass es das nicht geben wird. Und in der Medizin ist es halt schon so, dass man im Prinzip dann hergeht und sagt, na gut, dieser Test ist erforderlich. Wenn derjenige schon einmal Bienenluft gehabt hat, und kommt dann wieder im nächsten Jahr, muss er natürlich den Test nicht erneut durchführen. Und dann, wenn das so ist, dann kommt ja der Patient zur Inhalation und die führt er ja vom Prinzip her selbst durch. Also der setzt nicht den Inhalator auf, aber da kommt er selbst und atmet selbst. Und geschultes Personal überprüft im Prinzip die Bedingungen und organisiert die Behandlungen in der Station. Also dass die richtigen Völker genommen werden dazu und so weiter, ne? Es ist also schon Fachpersonal dort noch notwendig, aber es muss dann kein Arzt im Prinzip in der Therapiestation vor Ort sein. Aber das Personal, was dort ist, muss eben geschult sein im Umgang mit allergischen oder anaphylaktischen Schock. Ja, mal jetzt zu was Aktuelles. Eine Auswertung einer Station 2020, 80 Patienten circa mit über 1000 Anwendungen. Und da hat man Atembeschwerden, also da werden dann die Indikationen so ein bisschen zugeordnet und dass man mal ein Gefühl kriegt hier, wie häufig ist da irgendwas. Also Atembeschwerden 21, Asthma 11, Bronchitis 4, COPD 15, Heuschnupfen 10 sehen wir hier, 16. Wobei diese Asthma und COPD und auch die Bronchitis ja ineinander greifen, das muss man ja auch sagen. Infektanfälligkeit 4, Nasennebenhöhlenentzündung 4, Lungenfibrose 4 und es gab einen Fall, wo eine Corona-geschädigte Lunge wieder voll, diese Lungenfunktion wieder voll hergestellt werden konnte. Also das macht auch Hoffnung.
weil ja diese Long-Covid-Patienten, die also durch einen schweren Verlauf der Corona-Infektion, deren Lungen stark und andere Organe zum Teil noch stark geschädigt sind. Und in dem Fall hier konnte das wieder voll hergestellt werden. Und es gibt natürlich jetzt einige Ärzte und letztendlich auch Patienten, die darauf schon gespannt sind und eben diese Sache eben hier auch anwenden wollen. Das kann man dann noch, ist noch ein bisschen ausgewertet worden, hier mit Verteilung, also weiblich und männlich waren ungefähr gleich. Das Durchschnittsalter war 55 und jüngste 3 Jahre und älteste 90 Jahre. Also man sieht also auch, dass auch bei Kindern, und das haben wir auch hier viel bei uns, schon letztendlich dort die Bienenstockluft anwenden kann. Ja, sollte es dann zur eigentlichen Therapie Fragen geben, könnt ihr auch später noch fragen. Kommen wir mal zu den imkerlichen Voraussetzungen. Ist es denn möglich, Bienenluft aus den Bienenvölkern zu entnehmen? Muss ich jetzt sagen, natürlich nicht, weil wir brauchen also auch gewisse Vorgaben und Standards und die haben wir hier definiert durch den Deutschen Apitherapiebund zur Völkerführung und zwar zur Zertifizierung als Apitherapie-Imkerei oder Voraussetzung ist mindestens mal eine Bio-Imkerei, Mindeststandard EU. Warum sage ich das? Ich habe das schon erlebt auf Messen. Da hat jemand zu mir gesagt, naja, ich habe Kunststoffbeuten, aber dein Gerät ist ja aus Plastik. Und da habe ich gesagt, naja gut, wenn Sie Kunststoffbeuten haben und wollen das in Kunststoffbeuten einsetzen, dann verkaufe ich das Gerät nicht. Was ich damit sagen will, ist, man muss doch sensibel sein, wenn man im Prinzip Bienenstockluft als wertvolles Naturprodukt verwenden will, selbst für sich selbst. Das schließt natürlich eine Kunststoffbeute aus. Also wir müssen dann natürlich auf normale Standards gehen. Ich habe da auch viel dazu lernen müssen. Ich habe ja nach der Wende eben auch erst einmal Kunststoffbeuten gehabt, weil Styropor, weil die waren so schön leicht. Ne? Und habe dann wieder alles auf Holz umgestellt und letztendlich auch biozertifiziert und dann Apitherapie zertifiziert. Und wenn man jetzt überlegt, worauf kommt es denn an? Es kommt ja an auf unser Wachs. Unser Wachs ist ein Fettspeicher, der merkt sich alles. Wir hatten mal einen Fall, dass so eine einfache Wagentasche über eine längere Zeit fürs Einfüttern, dann ganzen Winter über, also Spätherbst und Anfang Winter, in dem Volk verblieben ist. Und im Frühjahr hat man dort Bienenstockluft gemessen aus dem Volk. Hat man Weichmacher messen können. Wieso kann man da Weichmacher messen? Zu dem Zeitpunkt war überhaupt kein Kunststoff mehr drin. Also das heißt ganz einfach, wir müssen natürlich unser Bienenvolk, also auch einen Standort haben, wo nicht ringsherum intensive Landwirtschaft ist und jeden Tag jemand anders mit irgendwelchen Pestiziden spritzt, sondern es sollte dann schon so sein, dass wir einen Biostandort haben, der also das rechtfertigt, ne, dass die Luftqualität gut ist. Was kann ich da machen als Imker? Also ich kann als erstes im Prinzip mal meine Wachsqualität untersuchen. Hier haben wir jetzt neuerdings, also macht das auch FoodQM, wird jeder wissen, die machen ja viel Werbung auch in den Imker-Zeitungen. FoodQM machen das zu einem Top-Preis und machen eine gute Untersuchung. Ich lasse meinen Bienenwachs alle 2 Jahre untersuchen, einfach weil ich als selber sicher sein will, dass mein Bienenwachs eine gute Qualität hat. Und ich kann natürlich den Blütenpollen, wenn er eingetragen ist, also Berga, unser Bienenbrot, dort entnehmen und das auch untersuchen lassen. Das gibt auch viele Aufschlüsse über das, was in meiner Umgebung dort letztendlich stattfindet. Und ich sage jetzt mal, das ist einfach ein Stück Voraussetzung, um sicher zu sein. Diejenigen, die ihr Bienenstockluft professionell anbieten wollen, die müssen für sich doch auch sicher sein, dass die Qualität, die sie dort anbieten, eine hohe ist. Ansonsten wäre es doch nicht gerechtfertigt, dass man dafür dann ordentlich Geld verlangt. Und es braucht natürlich ein besonderes Varroa-Konzept. Alle wissen, dass unser Varroa eine große Rolle spielt, dass die bei uns generell eine große Rolle spielt. Und wenn ich jetzt hergehe und ich behaupte, ich mache ab Mai bis Ende September Bienenstockluft, dann bedeutet das, dass ich in dieser Zeit keinerlei chemische Sachen einsetzen kann. Also eigentlich überhaupt nicht, im Winter überhaupt nicht. Ne?
Also brauche ich ein Varroa-Konzept, was dort funktioniert. Und was wirklich funktioniert, ist ja der Varroa-Controller. Nicht zu verwechseln mit der Bienensauna, die nicht funktioniert, sondern der Varroa-Controller, der also auch eine Hyperthermie, ich muss also die Brutwaben, verdeckelte Brutwaben dort rausnehmen, gebe die rein in den Varroa-Controller und die sind 2 Stunden dort drin und die Milben sind tot. Und im Sommer über, also dort gibt es also auch einen Behandlungszyklus, wenn man das mal hernimmt. Ich habe also im April noch, habe ich also meine erste Behandlung gemacht, habe die ersten Brutwaben dort rausgenommen. Das waren immer 3, 4 Brutwaben maximal. Habe die durch den Varroa-Controller gelassen und dann sind die wieder drinnen. Da habe ich jetzt schon eine Restentmilbung geschafft. Und dann zur Sommersonnenwende setze ich natürlich diese Wabentasche ein, die Duplex-Wabentasche. Da passen also 2 Waben rein und dann wird die Königin drauf gesperrt, die legt die Eier und damit fange ich die Milben dann auf dieser Brut. Und die kann ich rausnehmen, wieder durch den Varroa-Controller lassen, mache das innerhalb, also nach 12 Tagen der Entnahme und dann nochmal nach 12 Tagen, da habe ich 24 Tage, habe ich alle Milben dort rausgefangen über die Sache und kann mit diesen beiden immer mit 4 Brutwaben von der Sache her wieder Ableger bilden. Also es ist eine ganz tolle Geschichte und habe natürlich dort nicht eine Totalbrutentnahme, die ja die Völker schwächt und dann auch zu weniger Leistung führt. Also wenn man diesen Varroa-Controller richtig einsetzt, dann ist das eine tolle Sache. Wir müssen wahrscheinlich mal extra Sachen machen. Ich muss mal sagen, das, was ich jetzt hier erzähle, im Schnelldurchgang, da machen wir so Schulungen, die dauern 2 Tage. Deswegen kann das jetzt nur ein kleiner Abriss sein. Ne? Was machen wir sonst? Hier haben wir jetzt mal Weggefährten. Also hier, das ist Dr. Stangazio, Dr. Thomas Kloger. Die waren also in diesem Abitherapiezentrum in Bad Schlema. Dort haben wir ja die klinische Studie letztendlich auch gemacht. Und hier Axel Bulthaupt, wir sind ja ab und zu mal im Fernsehen. Da hat also diese Sonntagssendung, die er da immer macht. Ne? Jetzt ganz aktuell mal ein paar Bilder vor 3 Wochen. In Österreich, in Steyr aufgestellt, in eine Therapiestation, komplett von uns aufgebaut. Nee, der Richtmeister war da mit und hat aufgebaut, den Rest haben die selber gemacht, so rum ist es richtig. Hier haben sie also einen Schrank, also auch nach Vorgaben gebaut, und zwar aus Zirbelkiefer, wird dort viel Zirbelkiefer verwendet. Ne? Und hier ist die Therapiestation dann fertig und man sieht im Prinzip Gerät dann aufgesetzt. Ja, hier mal messen, wir haben ja, es gab Zeiten, da haben die noch stattgefunden, das war glaube ich 2019 noch. Paul Rinner mit seiner Tochter. Paul Rinner ist also aus Südtirol ein Berufsimker mit 400 Völker, so 300 bis 400 Völker, und hatte bisher das System von Hans Musch und hat komplett umgestellt auf unser System. Und hier trifft er uns gerade bei einer Messe, meine Tochter und ja, ich. Und hier ist jetzt, so sieht die Fertigung aus, wenn wir also dann die Inhalatoren, diese Dinge bekommen. Ja, der Ausblick, was würden wir noch tun? Also wir werden weitere Forschungen der Inhaltsstoffe der Bienenstockluft brauchen. Wir werden auch weitere Studien brauchen, um letztendlich nachzuweisen, wofür das alles gut ist und wie das alles funktioniert, wie die Anwendungszyklen sind. Also es ist noch viel, viel Arbeit, die da vor uns liegt. Die TU Dresden unterstützt uns da in großer Form weiter. Also auch mit den Inhaltsstoffen, dort wollen wir so eine Langzeitsache machen, es sollte eigentlich voriges Jahr laufen, ist aber wegen der Corona-Geschichte dort erst einmal in Stocken gekommen. Wir wollen also mal im Jahresverlauf und im Tagesverlauf feststellen, gibt es Zeiten, wo die Bienenstockluft besser oder schlechter ist oder anders ist, und das Ganze wollen wir im Prinzip dann dort dokumentieren. Und der Professor Speer ist halt einer der führenden Köpfe, der das eben auch weiß, wie er das ansetzt und wie er es nachweist. Und es gibt natürlich weitere Auswertungen für medizinische Anwendungen. Das ist also, wenn wir jetzt im Prinzip Anamnesebögen auswerten, dann kann man daraus auch Schlüsse ziehen, was dort im Prinzip wichtig ist und wie das in Zukunft in den Anwendungen dort weitergeht. Ja, das war es eigentlich so ein bisschen im Schnelldurchgang. Ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit liege. Gut, also kommen wir jetzt zu den Fragen. Ganz vielen Dank erstmal dafür. Die erste Frage, die ich im Chat entdeckt habe, war vom Stefan Blersch. Möchtest du die selber stellen?
Ja, meine Nichten haben beide Mukoviszidose und da habe ich mich gefragt, die nehmen ja ganz viel Antibiotika, sodass sich da in der Lunge nichts festsetzt. Und gibt es da Erfahrungen, inwieweit da so eine Apitherapie auch hilft? Ich meine, da sind ja auch Stoffe drin, die vielleicht eben antibakteriell wirken. Also zu solchen Sachen kann ich leider nichts sagen, da ich kein Arzt bin. Ich weiß wohl, dass es da Versuche gibt und die Station in Dresden, ne, Quatsch, in Kreischa, das ist ja auch so eine Vorzeigestation hier von der Antijägerhund, da haben wir über Mukoviszidose einmal philosophiert und sie hat gesagt, es gibt da, also man muss dort vorsichtig sein. Es gibt da irgendeine Pilzsache, die sich dann verschlechtern kann oder eben auch nicht. Und für bestimmte Sachen wird sie das einsetzen und in bestimmten Stadien eben auch nicht. Also dort ist es einfach notwendig, dass dort Ärzte zu Rate gezogen werden, die beispielsweise dort schon ein Stück weit Erfahrung haben. Okay, danke. Prima, vielen Dank. Jetzt klappt es auch mit der Grundsätzlich Kamera. kann man Sachen prüfen, aber ich würde gerade in solchen Fällen, weil Mukoviszidose ist wohl eine schwierige Geschichte, dann würde ich in jedem Fall einen Arzt zu Rate ziehen und nicht einfach selber losmachen. Ja? Nee, klar. Aber vielleicht gibt es ja Erfahrungen schon. Genau. Okay, danke für die Antwort. Danke. Bitte, bitte. Gut, die zweite Frage war von der Ulrike Friedrich. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Hallo. Food QS ist uns ja bekannt, also die haben aber mehrere Wachsuntersuchungen, die sie dort anbieten. Hast du zufällig im Kopf, nach was die dann dort suchen müssten? Oder eine Artikelnummer? Bieten ja diese ganzen Untersuchungen mit Artikelnummern an. Ich könnte das mal auf der Homepage stellen oder meine mal. Ja, genau. Wir hatten das jetzt mal vor, aber wir wussten nicht so richtig, welche von den Untersuchungen dort für uns jetzt Ja, relevant wäre. also oder einfach mal Folgendes machen: Dort mal anrufen und sagen, Bienenstockluft, was hat der Herr Schmidtgen untersuchen lassen? Die wissen Gut, das das, wäre also dann. die kennen mich auch ziemlich genau. Naja, die kennen mich auch schon ziemlich genau. Also, das ist nicht das Problem, aber da bin ich noch nie drauf gekommen. Ja, das könnte ich mal fragen. Gut, danke dir. Na, bitte, bitte. Ja, ich habe überhaupt noch gar keine Ahnung gehabt und wollte einfach mal wissen, was das kostet und wer da so kommt. Ja. Was das Und Gerät wie so. kostet. Nein, was so eine Therapiestunde kostet und wer zu so einer Therapie dann erscheint. Also Therapie wird nicht nach Stunden abgerechnet, sondern also grundsätzlich nach, also es geht immer los mit 6 Sitzungen, weil wir haben die Erfahrung gemacht, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, wir machen mal eine Sitzung. Das bringt für Ja. keinen was, ne? Und deswegen geht es bei uns los mit 6 Sitzungen. Die raten wir immer den Heuschnupfenpatienten. Und die kosten bei uns jetzt hier 380 Euro. Ja? Und da ist also praktisch diese Patientenbox dabei und dann auch diese ärztliche Untersuchung und so weiter. Das ist alles in diesem Preis, ein Stück Preis enthalten. Und wie werden dann die Termine gemacht? Also alle 14 Tage oder jede Nee, nee, Woche oder? also fortlaufend. Also es ist ja so, dass wir im Ausnahme bei normalen COPD und Asthma-Sachen, also Lungenkrankheit, machen wir das auch hintereinander weg. Also sagen wir mal jeden Tag eine Ach so, Behandlung. Es okay. darf auch mal Wochenende oder wenn die mal sagen, ich mache jetzt mal 10 Behandlungen und dann setze ich mal 14 Tage aus, weil ich dann Urlaub fahre und mache hinterher weiter. Das geht auch. Wir haben auch welche, die machen gerade COPD und Asthma, die machen im Frühjahr 12 Sitzungen, im Herbst 12 Sitzungen. Herbst meine ich damit August oder Anfang September. Und dann kommen die praktisch beschwerdefrei über den Winter. Asthma-Sachen, dort machen wir eine Ausnahme. Da gibt es einmal die Möglichkeit, 2 Sitzungen an einem Tag zu machen. Und zwar am späteren Vormittag, geht ja eh erst so um 10 rum los. Also sagen wir um 10 oder um 11 eine Sitzung und eine am Abend, also 17 Uhr oder 18 Uhr. Und das führt dann dazu, dass Freitag, Sonntag, Sonntag beispielsweise am Montag die beschwerdefrei sind. Und da ist es halt bei uns schon so, dass Betriebe ihre Mitarbeiter schicken und die Betriebe das auch bezahlen, weil sie sagen, das ist uns das wert, weil die Leute sind dann wieder voll einsatzfähig. Ja, toll. Also, ja. Also mein Mann hat hier Asthma-Spritzen, nicht Heuschnupfen-Spritzen gekriegt über Jahre und das klingt echt verlockend. Ja. Also Prima. wir hatten mal einen Arzt, der hat dann also wegen anderer Sachen hier mit dem gesprochen und dann hat er
auch gesagt, sagen Sie mal, hilft das auch gegen Heuschnupfen? Sag ich nicht. Sie wollen mir aber jetzt nicht erzählen, dass Sie Heuschnupfen haben. Sie haben doch alle Möglichkeiten der Schulmedizin. Da hat er gesagt, nee, ich habe alles ausprobiert. Aber bei mir hilft halt nichts. Da hat er ein paar Mal Bienenstockluft gemacht und war es vorbei. Und Heuschnupfen, da wird am meisten die Frage gestellt, ist es dann für immer weg oder kommt es dann wieder? Das ist unterschiedlich. Also wir haben Leute, da ist es generell für immer weg. Wir haben Leute, die kommen das Jahr drauf, wieder zu ein, zwei Auffrischungen, dann ist es wieder weg. Wenn man welche, da dauert 2 Jahre, dann kommen die mal wieder und brauchen nur eine kurze Auffrischung. Das ist also von Patient zu Patient als verschieden. Ne? Aber die Wirkung, also wir haben nur ganz, ganz wenige, wo diese Bienenstockluft auf Heuschnupfen, sagen wir mal, nicht die erwünschte Wirkung bringt. Das gibt es ja auch. Hä? Also es ist ja nicht, es gibt ja nicht 100%iges. Aber wenn man jetzt sagen kann, das ist eine 90%ige oder über 90%, was wir in den letzten Jahren gemessen haben, Erfolgsquote, dann ist das schon sehr hoch. Ja, super, danke. Bitte. Wie sieht denn so insgesamt dieses Betriebskonzept aus, wenn ich so eine Therapiestation haben möchte als Heilpraktiker oder Naturmediziner und mich dafür interessiere, dann bin ich ja nicht immer unbedingt gleich Imker dazu. Wie machen das denn die meisten von euren Kunden, wie du jetzt die Bilder gezeigt hast? Also die unterschiedlichsten Konstellationen. Wir haben natürlich den super Fall, dass die Antijägerhund Ärztin ist und ihr Mann impft. Und da haben die halt eine große Therapiestation. Wir haben aber auch die Fälle, dass Imker im Prinzip Ärzte suchen. Und in dem Fall empfehlen wir dort immer zu sagen, Leute, also sehr oft investieren Imker und sagen, wir machen hier draußen Business und investieren in so eine Therapiestation und möchten es auch richtig so aufziehen. Und dann ist die Frage, wie finde ich einen Arzt? Ja, eben über diese Heuschnupfengeschichte. In dem Umfeld des Arztes gibt es Heuschnupfen-Leute. Und wenn man die überzeugt, dass Bienenstockluft so schnell hilft, dann sind die dafür eben auch zu haben. Bei mir war es etwas anders. Bei mir war es so, dass eine Ärztin bei uns auf der Nachbarschaft, da kam ihr Mann, der ist Tierarzt, und frug, wie viel bringt die Bienenluft Luft? Also können wir auch 30 Liter haben? Also, wozu brauchst du 30 Liter? Ne, für Pferde. Also meine Frau hat Pferde und das Pferd hat Gnadenbrot und hat COPD. Sag ich, gibt es ja gar keine Maske. Jetzt kamen die mal und da haben die natürlich die Pferdemaske mitgebracht und einen Inhalator. Das gibt es also alles für Pferde. Und dann haben wir dort Propolis reingetan in den Inhalator. Man kann ja alkoholfreies Propolis eben auch Ultraschall vernebeln. Und das hat so gut funktioniert, dass dieses Pferd jetzt wieder Turniere reitet, also die Tochter reitet da drauf. Und dann hat die Ärztin dann gesagt, naja, das Pferd kann sich ja nicht irren. Der Mensch kann ja sagen, naja, es hat schon geholfen. Ne? Aber wenn das Pferd tatsächlich jetzt wieder richtig kann, dann muss der da was dran sein. Und seither ist die begeistert und macht halt unsere Patienten hier zur Bienenstockluft. Funktioniert hervorragend. Und es ist halt dann so, die Termine werden hier in der Station gemacht. Wir haben ja jetzt, das hat eine IT-Firma noch eine Software entwickelt, wo man also direkt diese Termine dann festlegen kann und so weiter, selber freigeben. Das wird dann einmal über das Internet erscheinen. Bei uns auf der Homepage gibt es jetzt schon so einen Button, findet die Station in deiner Nähe. Da gibt's, im Moment haben sich noch wenige freischalten lassen. Das wird dann immer mehr. Wir waren ja jetzt vor Österreich, das noch erweitern. Ja, und da muss man sich einfach vorstellen, wenn ich da im Durchschnitt, sagen wir mal, 60 Euro für eine Sitzung nehme, da habe ich Nebenkosten, eben die Arztkosten und Personal und so weiter und so fort. Aber wenn ich dort 1000 Behandlungen in dieser Zeit erledige, dann kann jeder im Kopf rechnen, ne? Den Umsatz, der da möglich ist. Und das ist deswegen möglich, weil wir eben nicht nur einen Therapieplatz haben. Das versuche ich als Betriebswirtschaftler immer wieder zu predigen. Weil es sagen natürlich manche, ja, dann baue ich mal sowas selber und mache 2 Bienenvölker und mache da einen Platz hin. Natürlich völlig unwirtschaftlich. Ich muss ja in der Zeit mit da sein und muss dann auch die Leute begleiten. Und wenn da einer sitzt, dann ist die Zeit rum. Und wenn dort 3 sitzen, die gleiche Zeit rum, können auch 4 sitzen. Also das, was ich da einfach damit sagen will, ist, die Parallelität der Nutzung der Bienenstockluft bringt letztendlich den wirtschaftlichen Erfolg.
Ja, hallo. Hallo Jörn, grüß dich. Ich habe sogar zwei Fragen mittlerweile. Also die Spirometrie, die hat es ja erwähnt. Wann wird die gemacht? Davor und danach, gleich nach der Sitzung. Und die zweite Frage ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir machen beim ersten Mal die 10 Minuten, um zu gucken, ob wegen allergischen Reaktionen. Ist es nicht bei der Allergie auch so, dass das erst eine Sensibilisierung gibt beim ersten Mal und beim zweiten Mal die Allergie ausbricht? Also wie beim Bienenstich, der erste Bienenstich macht nichts und der zweite zeigt dann die Bienenstichallergie. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen, dass wenn die in der zweiten Sitzung, also die 30-minütige dann ist, dass da irgendwelche Reaktionen kamen? Also erstens Spirometrie und zweitens allergische Reaktion nach dem zweiten Mal. Also erstens, Spirometrie ist nicht das Allheilmittel. Dennoch messen verschiedene Ärzte über Spirometrie diesen FEV1-Wert. Dazu kann ich sagen, dass es im Einzelfall bei Patienten so war, dass die hatten meinetwegen 72% FEV1-Wert, haben 10 Mal Bienenstockluft gemacht, haben wir wieder gemessen, hatten sie 70%. Und haben aber hinterher gesagt, ich kann ganz doll atmen, meine Lunge ist frei. Wir hatten den Fall, dass jemand kam, hat 46% FEV1-Wert, hat 10 Mal Bienenluft gemacht, hat er auf einmal 70% gehabt. Da hat gesagt, na bitteschön, kann man doch nachweisen. Also was ich damit sagen will, es geht nicht in jedem Fall nachzuweisen und die Diskussion mit Lungenärzten hat dazu geführt, dass die behaupten, dass in vielen Fällen die Lunge in einem entzündeten Stadium ist. Und dass die Inhaltsstoffe des Propolis, das wissen wir nun mittlerweile, dass die gegen Entzündungen wirken. Und wenn die Lunge jetzt durch viele solche Sitzungen in der Entzündungsreaktion heruntergefahren wird, dann kann sie vielleicht besser atmen und die Kapazität ist aber nicht anders. Also das mit zur Spirometrie. Dennoch wird in Einzelfällen, das legen halt bei uns die Ärzte oder eben die Heilpraktiker fest und sagen, da ist es mir immer wichtig, dass ich in dem Falle das messe und in anderen Fällen halt nicht. Also was ich weiß, ist, dass Heuschnupfenpatienten nicht gemessen werden. Und das auch bei sehr schweratmigen Leuten. Das hat voriges Jahr auch die Hansi Jägerhund in dem Vortrag mit in so einer Schulung gesagt. Also wenn jetzt jemand kommt, wo ich schon sehe, dann müssen wir also fast über die Schwelle heben, dass er in den Sessel kommt, um Bienenstockluft zu bekommen. Da hat vielleicht noch 40% FEV1-Wert. Dann muss man denen nicht noch eine Spirometrie antun. Dann soll er atmen und soll glücklich sein, wenn er sich wohlfühlt und fertig. Ne? Das ist zur Spirometrie, was diese 10-minütige Test betrifft, da stammt nicht von mir. Das haben im Prinzip Wissenschaftler und Ärzte vorgeschlagen, um praktisch diese Sache dort auszuschließen. Ich habe jetzt wieder schon von den Ärzten gehört, absoluter Blödsinn. Es würde ein kurzer Test und dann erst 72 Stunden später wieder ein Test würde im Prinzip das wirklich ausschließen. Das tut mir leid, ich kann nichts dazu sagen. Dieser Vorschlag kam im Prinzip von Fachleuten. Wir mussten ja als Hersteller Sachen definieren, die also auch dazu führen, dass das von der Behörde anerkannt wurde. Und war ein schwerer Weg und jetzt ist das halt so akzeptiert worden. Und wie gesagt, also es gab noch nie einen Fall. Was wir sagen können, wo es jetzt schon mal eine Beeinträchtigung gab, man darf also nicht vor der Sitzung und auch wahrscheinlich nicht nach der Sitzung, in dem Fall war es, glaube ich, vor der Sitzung, Sport machen. Also wenn ich jetzt meinen Körper zunächst mal auspowere und gehe dann los zur Bienenstockluft, dann kann das zu einer Überreaktion schon führen. Also in dem Fall war es so, dass dort eine Frau im Prinzip so allergisch reagiert hat. Vorher überhaupt nicht, hat viele Sitzungen schon gehabt und dann aber an einem heißen Tag, sehr heißen Tag, also über 30 Grad Wärme auch noch, da allergisch reagiert hat, kam dann ans Krankenhaus hier, musste aber nicht hier, Notaufnahme nicht aufgenommen werden und es ist wohl, also auch keine allergische Reaktion dann tatsächlich eingetreten, aber es war halt so, dass sie dann auch gesagt hat, naja, ich bin da mit dem Fahrrad gefahren, ne? Das war halt dann doch nicht richtig. Also da muss man also auch ein bisschen aufpassen. Wir warnen jetzt immer in unseren Schulungen davor, dass man natürlich nicht, wenn man sonst Therapien macht, macht man auch keinen Sport an dem Tag. Ne? Genau, vielen Dank. Da hast du gerade ein Stichwort geliefert wegen den Pollen. Ich weiß nicht, was jeder weiß. Ihr habt ja den Filter drinnen. Ist das jetzt eine Art wie Pollenfilter? Denn die Pollen sind ja relativ groß.
die kommen ja da nicht durch. Deswegen ist die Frage, wie entsteht die Allergie? Also der Pollenfilter ist ja auch ein, du hast mal so ein Maß gesagt, wie der heißt. Also der Filter bei uns in dem Gerät, das ist ein Filter der Klasse G2. Alle Filter sind in Stufen eingeteilt. Und wenn ich da jetzt mal bildliches oder das veranschaulichen, sprachlich veranschaulichen will mit dem Bild, das ist ein Scheunentor. Also das heißt, dort geht viel durch. Was wir dort tatsächlich rausfiltern, das sind im Prinzip Schwebeteile. In unserer Luft sind ja auch Schwebeteile, also selbst auch Bienenhaare oder solche Dinge, die natürlich dann mit eingeatmet würden, die filtern wir sehr wohl raus. Aber unser Filter lässt natürlich die Mikrobestandteile des Blütenpollens durch. Wenn wir das komplett rausfiltern, das würden wir auch schaffen. Also ich habe ja hier bei uns haben wir Filterfliese, Firmen, die Filterfliese herstellen, die machen jetzt FFP2-Masken. Will heißen, wenn ich jetzt so ein Fließ, also da kann ich noch eine Episode erzählen. Wir testen ja jetzt gerade Propolis-Verdampfer, also wir wollen einen Propolis-Verdampfer entwickeln und hatten dann solche Filterfliese als Amit verwendet und haben uns gewundert, dass es überhaupt nicht zu einer Propolis-Verdampfung kam. Und da habe ich gedacht, na, oh je, das kann ja gar nicht gehen, weil der Vlies, den wir da verwendet haben, war viel, viel zu dick. Also zu dick in der Form, dass er nichts durchlässt. Ne? Und unser Filter, der hier verwendet wird, filtert diese ganzen Schwebeteile raus und lässt aber den Rest durch. Und da ist auch nur einmal im Jahr zu wechseln. Also ich schraube also bei Beginn im Prinzip diese Steuerteile ab, wechselt die Filter, es sind 3 Filter enthalten. Einer ist ja drin, 2 sind noch in der Packung dabei. Auf dem Gerät gibt es 3 Jahre Garantie, 1 Jahr mehr wie üblich. Medizinprodukte haben sonst 2 Jahre Garantie. Wir haben 3 Jahre Garantie, weil wir das Gerät ja nur saisonal verwenden. Nach dieser Zeit wird die Steuereinheit wieder zu uns geschickt und frisch kalibriert. Die ist ja eingestellt, genau auf 10 Liter pro Minute. Wird also alles überprüft, wenn dort Sachen gewechselt werden, Software neu aufgespielt. Wenn dort Sachen gewechselt werden, dann geht es zu unseren Lasten. Und dann wird halt nach diesen 3 Jahren ein Vertrag gemacht. Und wenn er das so weiterverwendet, dann gibt es also nach weiteren 3 Jahren wiederum zur Prüfung. Ja, danke. Und deswegen zum Ende zu den Pollen sind diese 10 Minuten, finde ich, ja sehr sinnvoll, weil jeder Standort ist anders, die Jahreszeiten sind anders. Und die Pollenbestandteile machen ja dann sozusagen die Therapie, genau. Deswegen sind die 10 Minuten sinnvoll, um da wirklich was ganz Akutes auszuschließen. Wobei ich sagen muss, dass die Heuschnupfenpatienten, also diese Blütenpollenallergiker, ja, da haben wir immer wieder die Fälle, dass die unbedingt sitzen bleiben wollen. Die wollen nicht aufhören nach den 10 Minuten. Die sagen, Mensch, wir merken ja, dass es wirkt. Jetzt ist schon ein Nasenloch frei. Ich will unbedingt sitzen bleiben. Nee, kann man nicht noch ein bisschen länger machen. Also das geht tatsächlich am allerschnellsten. Hält nicht an. Also wenn ich 10 Minuten mache, kann ich nicht dafür ausgehen, jetzt ist der Heuschnupfen weg. Aber die spüren das selbst, also in ihrer Nase diese Beruhigung und diesen positiven Effekt, sodass sie dann im Prinzip da überzeugt sind und dann auch gerne schnell weitermachen. Vielen Dank. Gut. Letzte Frage. Wann sind die Schulungen? Du sprachst viel von Schulungen. Wie kann das? Also wir haben sonst immer im Jahr 2 Schulungen gemacht, im Frühjahr eine und im Herbst eine. Wenn wir wissen, wie wir wieder weiter verfahren dürfen, dann gibt es auch wieder Präsenzschulungen. Die sind immer bei uns auf 40 Personen begrenzt. Und es geht natürlich dort an 2 Tagen. Dort wird an den ersten Tag sehr oft das ganze Imkerliche und am zweiten Tag die Medizinische durchgesprochen in einzelnen Themen, Segmenten. Und das hängt nur jetzt an dieser Möglichkeit, das wieder so durchzuführen. Also unsere Kunden erfahren das also von uns direkt. Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage. Was kostet so eine Station für 6 Völker, Jürgen? Und welche Folgekosten sind da noch mit dabei? Du hast ja von Überprüfungen der Geräte im 3-jährigen Rhythmus geredet. Gibt es dort noch andere? Also da würde ich Folgendes bitten. Da wird die Station ja nicht komplett aufbauen, sondern auch noch Nebenleistungen erforderlich sind. Würde ich einfach bitten, wer das wissen will, der möge sich bei uns auf der Homepage registrieren und bekommt ein Angebot. Ihr braucht nur zu schreiben, bitte ein Angebot für die Station.
Jeder, der dort kommt, ist im Prinzip ein Interessent, da wird er sonst nicht weiter belästigt und erfahrt die Preise. Man kann das jetzt nicht so im Gespräch einfach sagen, weil das verfälscht das gesamte Bild. Weil man muss sich vorstellen, wenn man so eine Station, da gibt es schon wieder die Möglichkeit, die Station auch selber aufzubauen oder Teilleistungen selbst durchzuführen oder eben komplett aufzubauen. Jetzt in Österreich zum Beispiel war ein Richtmeister mit. An einem Tag stand die Station. Es sind vorbereitende Maßnahmen, wie die Bodenplatte, wo sie draufgestellt wird, schon gelaufen gewesen. Und dann haben die den Rest selber gemacht, Fenster eingebaut und so. Das wurde zwar alles mitgeliefert, haben die aber selber gemacht. Wir bauen in absehbarer Zeit die nächste Station in der Nähe von Stuttgart wohl auf und der will die komplett aufgebaut haben. So, also das sind halt dann unterschiedliche Preise und im Moment kann ich zu Preisen eigentlich gar nichts sagen. Im Moment fliegen uns die Preise um die Ohren. Ne? Wie alle wissen, hat ja diese Pandemie letztendlich Preisauswirkungen auf allen Bereichen, dass es Holzmasse teurer wird, hätte man nicht gedacht. Heute habe ich eine Steigerung bei den Schläuchen bekommen. Also die nächsten Schläuche sind die alten Preise an, weil sie halt, wir müssen das letztendlich auch weitergeben. Also immer dann, wenn wir eine Preissteigerung bekommen, dann müssen wir die auch weitergeben. Das, weil wir nicht so kalkuliert haben, dass wir einen riesen Gewinn haben und dann im Prinzip das ausgleichen könnten. Okay, aber wer die Preise haben will, wir geben das raus. Das ist ja alles einzeln verpreist. Also das sind bei uns die Blockpolen einzeln, die Fenster einzeln, der Schrank einzeln, der Fußboden, Dach und so weiter, alles einzeln aufgeführt. Da könnt ihr euch viel rausnehmen. Und dann kann man auch sagen, das möchte ich selber machen, das kann ich auch anders, das kann ich besser bringen und so weiter. Wir gehen das raus und sind da leidenschaftslos. Okay, gut. Dann ist es genauso, es ist halt der Unterschied, ob ich ein Gerät kaufe oder drei Geräte kaufe. Es gibt halt drei Geräte, es gibt halt einen Staffelpreis. Und genauso ist es ja bei den Patientenboxen. Da haben wir bei den Patientenboxen, da kostet eine 65 Euro und haben wir Staffelpreise. Da geht es halt bei 8, 16, 24, 32 gibt es halt diese einzelnen Staffelungen. Ne? Okay. Hier, du hast vorhin noch von den Schulungen zum Umgang mit dem anaphylaktischen Schock gesprochen. Ja. Wo habt ihr die gemacht? Oder macht ihr die? Oder wer bietet die an? Ich hatte mich mal bei uns in der Region Dresden gekümmert. Da weiß ich, dass es das Kinderzentrum in Dresden auf der Friedrichstraße macht. Aber wir müssen dort halt, also zum einen ist die Beschränkung, dass es für Eltern ist, deren Kinder irgendwie Probleme haben in der Richtung. Und B, musst du natürlich einen Eigenanteil tragen, da zahlt halt die Kasse nichts, sag ich jetzt mal, oder wie auch immer. Wie habt ihr das gemacht? Naja, also wir haben das schon abgezahlt, aber es ist ganz einfach eins. Ich habe das organisiert, dass der Verein, unser Imkerverein, komplett dorthin geht. Und dann haben wir einen Notarzt halt da bestellt und dann, wenn der einen ganzen Tag da ist, muss der natürlich bezahlt werden, das ist ganz klar. Aber dann hat er im Prinzip an dem Tag ein ganzes Seminar und jeder hat ein Zertifikat bekommen. Und das könnt ihr überall machen, weil alle die im Prinzip Erste-Hilfe-Ausbildung machen, die machen auch sowas. Und es ist halt zu empfehlen, nicht zu sagen, ich mache das jetzt als einzelne Person, das bringt ja keinen Sinn. Weil es braucht ja im Prinzip, wenn wir mal richtig das ansehen, dann braucht es jeder Imker. Und wir haben ja dann in der Therapiestation auch Medikamente vorrätig. Und wir lernen damit umzugehen, das ist ja wichtig. Und auch die gesetzlichen Grundlagen lernt man. Was darf ich denn als Nichtmediziner tun? Darf ich denjenigen den Adrenalin-Pen da noch reindrücken oder darf ich das nicht? Und so, und was muss ich sonst vorhalten? Das lerne ich alles. Ja, okay. Danke, Jürgen. Gibt es jetzt die letzte Möglichkeit, eventuell noch eine Frage loszuwerden? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Jürgen, dass du Zeit hattest und den Vortrag heute gehalten hast und bedanke mich auch nochmal für allen, die heute daran teilgenommen haben. Also vielen Dank. Also auch vielen Dank von meiner Seite. Alle, die was wissen wollen über Bienenluft, unsere Seite war ja eingeblendet. Meldet euch einfach und wir können dann telefonieren.